Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video heute hier zum Thema Ghosting. Es ist ein Wunschvideo heute. Ich wurde wirklich mehrfach darauf angesprochen und es wurde sich mehrfach gewünscht, dass ich mal ein Video zu diesem Thema mache. Heute ist es soweit. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Und alle, die meinen Kanal schon kennen, die wissen, dass es hier vor allem um toxische, narzisstische, leidvolle Beziehungen geht, um Liebeskummer, um Trennung, um ja, Verrat in Beziehungen und vor allem, wie man diesen Schmerz auflösen kann, wie man rauskommt, wie man die Muster, die in einem selber drin stecken, finden und lösen kann. Und da ist dieses Thema Ghosting gehört natürlich mit dazu. Das ist natürlich eine sehr krasse Angelegenheit, sage ich jetzt mal so. Es ist heftig. Ghosting ist heftig. Wenn du jetzt nicht weißt, was Ghosting ist oder hast den Begriff vielleicht schon mal gehört, es ist, wenn du mit einem Menschen in einer sehr nahen Beziehung bist, also wirklich Liebesbeziehung oder ihr kennt euch schon, seid euch emotional sehr nahe, habt viele Intimitäten ausgetauscht. Es ist wirklich eine intensive, nahe Beziehung und dann von heute auf morgen taucht dieser Partner unter, der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr erreichbar. Der reagiert auf keine Antworten mehr. Das ist, als ob sich die Erde auftut, dieser Mensch verschluckt wird und nicht mehr für dich greifbar und erreichbar ist. Das ist wirklich so. Also der taucht dann ab, also taucht weg von der Oberfläche und ist dann praktisch wie ein Geist. Deswegen dieses Ghosting, der ist dann nicht mehr da. Es ist wie, als wäre dieser Mensch gestorben. Und das passiert immer genau in diesen Momenten, wo alles wunderschön oft ist, ja, wo es gar keinen Anlass dafür gäbe, wo du nie auf die Idee kommen würdest in einer Situation, wo du dich sicher und wohl fühlst und denkst, Mensch, wir sind in so einer richtig tollen Beziehung. Und dann aus heiterem Himmel, ihr habt euch vielleicht verabredet, okay, übermorgen werden wir wieder uns treffen oder telefonieren. Und dieser Mensch meldet sich nicht mehr, der reagiert nicht mehr, der hat dich blockiert, der ist abgetaucht, nicht mehr erreichbar, vielleicht Nummer ungültig oder sonst was. Und das erzeugt Verwirrung, das erzeugt Schreck, manchmal auch Schock, absolutes Unverständnis. Das bringt dich in so einen gelähmten Zustand. Und auch in Angst, weil du weißt ja im ersten Moment nicht, was ist denn mit dem? Ist dem was passiert? Ist irgendwas geschehen? Also es machen Männer, es machen aber auch Frauen. Also wenn ich jetzt hier von den Männern spreche, ist das für mich einfach leichter zu erklären, da ich ja in meiner Praxis 98% halt Frauen habe. Aber es gibt eben auch Frauen, die das machen. Ich weiß nämlich, dass auch Männer zuschauen. Nur mal so zwischendurch zur Erklärung. Aber du fragst dich, Was ist geschehen, warum und weshalb? Und du versuchst das und das macht so hilflos und das lähmt dich so, weil wir Menschen einfach so gestrickt sind, dass wir Antworten brauchen, dass wir irgendwo etwas, auch wenn was nicht gepasst hat, auch abschließen können, einfach eine Begründung dafür bekommen. Und an einer Stelle, wo diese Beziehung in den meisten Fällen richtig gut lief, wo du es überhaupt nicht erahnen konntest, dass irgendwas aus heiterem Himmel geschieht, kommt dieses Ghosting und du stehst da wie so abgehackt, so wie nicht fertig, nicht abgeschlossen, du möchtest Antworten haben. Und du beginnst Revue passieren zu lassen. Was habe ich im letzten Date gesagt? Was habe ich da? Habe ich da irgendwas Falsches gemacht? Habe ich irgendwas Verletzendes gemacht? Du fängst plötzlich an, bei dir zu suchen für die Gründe für dieses Ghosting. Du versuchst, Antworten zu finden, die du aber nicht kriegen wirst. Du wirst diese Antwort nicht kriegen und das lähmt, das macht hilflos. Und ihr habt ja schon eine Beziehung aufgebaut, ja, ob die jetzt schon sexuell körperlich war oder nicht. Bei sexuellen Kontakten ist es natürlich noch krasser, weil ja da noch viel mehr Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Aber auch schon in sehr engen emotionalen Verbindungen geschieht das auch bereits. Und deswegen fehlt dir auch hormonell was. Also du bist wirklich auch von den körpereigenen Stoffen total durcheinander, weil da plötzlich etwas fehlt, was rausgerissen wird aus deinem Leben, was vorher da war. Also ich sag mal, auch jeder Mensch, der jetzt
nicht in toxischen Beziehungen ist und nicht eine mega toxische Kindheit hatte oder viele Traumatisierungen hat. Jeden Menschen verwirrt Ghosting. Jeder Mensch ist da verwirrt und durcheinander und versteht das nicht mehr. Aber auch da gibt es Abstufungen und auch da muss man ganz einfach sehen, dass nichts zufällig geschieht. Es gibt hier keine Zufälle in diesem Leben. Ich glaube einfach nicht daran. Und du darfst natürlich deine Meinung und deine Ansichten über das Leben haben, aber es ist wertvoll, sich das hier mal anzuhören, weil da viele, viele Lösungen für dich drin versteckt sind und die dafür sorgen, diese Ursachen und damit verbundenen Lösungen, dass du so eine Erfahrung nie wieder machen musst und dann den Sinn in diesem Ghosting für dich siehst. Ich weiß, ich bin absolut oft die Spielverderberin, weil du jetzt vielleicht denkst, ich habe da kein Mitgefühl oder wie kann man denn das sagen und der andere ist ja so böse, um Gottes Willen. Zu dem anderen kommen wir gleich, denn dieses Verhalten Ghosting ist nämlich, ich sag mal auf Deutsch, unter aller Sau. Es geht überhaupt gar nicht, es geht nicht. Es ist ein absolutes, respektloses, unmögliches Verhalten, was nicht zu akzeptieren ist. Es ist nicht zu akzeptieren. Und dieser Mensch, egal aus welchen Gründen er das macht, ja, ob er jetzt Narzisst, Psychopath ist oder Hochbindungsängstler, das ist vollkommen egal. Dieser Mensch ist einfach, wer ghostet, hat, wie soll ich ihn sagen, entzieht sich aus einer Situation. Ghosting ist Flucht, Ghosting ist Abtauchen, Ghosting ist feiges Wegrennen. Das heißt, es gibt in dem Leben dieses Menschen, der ghostet, ein Thema, irgendwas, was er nicht bei sich anschauen will, irgendwas, was er nicht mit dir kommunizieren möchte oder kann, weil er sich einfach diesem Problem entzieht. Und das ist feige, anstatt wie ein Mann dazustehen und zu sagen, du hör zu, was weiß ich aus den und den Gründen. Das können jetzt 1000 Gründe sein. Ich habe doch noch die alte Freundin und habe dir das nicht erzählt. Ich habe mich neu verliebt. Ich merke, mit uns passt das doch nicht. Oder mir macht die Beziehung Angst. Mir ist das zu nahe. Ich kann das nicht aushalten. Oder das ist mir zu viel. Oder du nervst mich. Oder sonst was. Man muss es ja nicht so krass sagen. Aber zumindest hättest du dann eine Erklärung. Und dieses Ghosting ist einfach ein ganz feiges Wegrennen, ist einfach ein ganz feiges sich aus der Affäre ziehen. Klar könnte man jetzt denken, ne, gerade wenn es um Narzissten geht, machen die das mit Absicht, wollen die manipulieren, ist das jetzt eine Strategie? Man könnte davon ausgehen, dass es so ist. Wir werden es aber nie 100% aufklären. Klar kann es möglich sein, dass bei Narzissten, Psychopathen, die dieses Ghosting gezielt einsetzen, um dich zu verwirren, um dich durcheinander zu bringen, um dich noch mehr abhängig zu machen. Denn es ist ja so, das Verrückte, wenn der Mensch plötzlich aus deinem Leben verschwindet, das ist ja auch wie ein Entzug. Und plötzlich ist diese Person, auch wenn du vielleicht in die Person noch gar nicht so verliebt warst, sondern einfach eine schöne Zeit verbunden hast, plötzlich ist die Person, die vom Erdboden verschluckt ist, tausendmal wichtiger, als sie vorher war. Die nimmt so eine riesen Bedeutung in deinem Leben ein, weil die weg ist, weil die verschwunden ist. Klar ist es gut möglich, dass dieses Ghosting als Manipulationsstrategie angewendet wird von Narzissten und Psychopathen, um dann später wieder aufzutauchen, um da wieder anzuknüpfen und mit irgendwelchen Lovebombing-Strategien, Entschuldigungen mit einem riesen Blumenstrauß, dich eben doch wieder zurückzuholen, dich damit noch mehr zu schwächen und in dieses Abhängigkeitsverhältnis reinzubringen. Möglich ist das, das wissen wir aber nicht. Wir wissen ja nicht, mit welchen Menschen du es zu tun hattest. Es gibt aber auch Nicht-Narzissten, die ghosten. Natürlich hochbindungsängstliche Menschen, die ghosten oder welche Menschen auch immer, die ganz einfachen, schwachen Charakter haben. Und aus welchem Grund auch immer geghostet wird. Und ich weiß, wenn du jetzt da drinnen steckst, klingt das für dich jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich dir sage,
Sei froh, dann ist es jetzt beendet. Dann ist es jetzt beendet. Weil mal ganz ehrlich, aus welchen Gründen auch immer, ob nun bewusst eingesetzt oder unbewusst, was willst du denn mit einem Menschen, der ghostet, wenn der wegrennt und abhaut und so feige ist, ist das ein Mensch, der einfach nicht beziehungsfähig ist. Stell dir mal vor, bei jeder kleinsten Kleinigkeit, bei jedem Problem in der Beziehung, haut der einfach ab. Taucht er einfach unter? Das ist doch was, was du nicht willst. Klar möchte man Antworten haben. Warum und wieso? Aber die Antwort wirst du von ihm nicht bekommen. Du wirst sie nicht bekommen, aber in dir, ich muss wissen, warum und weshalb, du kriegst sie nicht. Und der erste Schritt in deine Heilung ist zu akzeptieren, ich kriege von ihm keine Antwort. Ich finde mich damit ab, dass ich darauf nie eine Antwort weiß. Finden werde. Und das ist der erste Schritt, das zu verstehen. Diese Antwort, was heißt zu verstehen? Der erste Schritt ist zu verarbeiten. Diese Antwort kannst du am Ende nur dir selber geben, weil von ihm wirst du diese Antwort nie bekommen. Und wahrscheinlich, weil ich weiß ja, welche Personen hier zuschauen, nämlich die meisten, die in toxischen, narzisstischen Beziehungen sind und ich höre schon die Gedanken gingen, Moment, na ja, aber wenn er kein Narzisst ist und wenn er nur Bindungsangst hat, dann hat er einfach Angst gehabt vor der Beziehung. Der Arme hat ja wirklich nur Angst und ist deswegen abgehauen. Dann werde ich dem zeigen, wie zahm ich bin, wie lieb ich bin, dass er ja vor mir und meiner Liebe gar keine Angst haben muss, dass ich dann ihm ganz viel Freiraum gebe, weil ich liebe ihn ja so. Das ist wieder dein Muster. Das ist wieder dein Bindungsmuster. Das ist wieder dein, ich verbiege mich für den anderen. Das ist wieder das Verleugnen der Tatsachen, dass der abgehauen ist. Schau dieser schmerzhaften Wahrheit ins Auge. Das ist wieder ein etwas, oh, tausendmal entschuldigendes Verhalten, das unakzeptable Verhalten deines Partners ständig immer wieder zu entschuldigen. Wenn du jetzt solche Gedankengänge hast und immer, ja, bestimmt ist das, bestimmt konnte er da nicht. Nee, er ist nicht da und er meldet sich nicht. Und das ist die Realität. Und da ist wieder zu erkennen, was ist da in mir noch drin. Das hängt alles damit zusammen. All diese ganz krassen Dinge, die dir in solchen Beziehungen oder mit solchen Erlebnissen um die Ohren gehauen werden, sind für dich immer eine Chance, eine Einladung zu sehen. Verdammt, warum passiert mir das? Wie fühle ich mich jetzt? Ja, auf der einen Seite sagte ich schon, das erste Muster, dieses Entschuldigen wollen von Verhalten, was einfach nicht zu akzeptieren ist, was unter der Gürtellinie ist, was nicht wirklich, das ist ein absolutes No-Go, wo du dann dich und deine Werte auch verrätst und ihn wahrscheinlich zurücknehmen würdest, wenn du eine plausible Erklärung dafür hättest. Aber mal ehrlich, willst du mit einem Menschen eine Beziehung eingehen, der bei der kleinsten Kleinigkeit abtaucht? Vor allem musst du ja damit rechnen. Du bist ja jetzt schon gebranntes Kind. Stell dir vor, was weiß ich, in 3 Monaten, ach Mann, ich habe hier Stress und das und ich war krank. Und ja, weil du eben eine gute Seele bist und dieses Helfersyndrom hast, welches du auflösen müsstest, damit das nicht mehr passiert. Nur, schon der nächste Grund wieder. Musst du ja, wenn angenommen, wenn wir so weiterspinnen, du gehst dann doch wieder mit ihm in eine Beziehung, weil er so tolle Begründungen hatte. Du kannst ja kaum noch ruhig schlafen. Du musst ja damit rechnen, dass das nochmal passiert. Das Vertrauen ist ja total kaputt. Das ist meines Erachtens keine Basis für eine stabile, gesunde Beziehung. Und schon deswegen kann ich sagen, sei froh, dass es jetzt zu Ende ist. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und auch da lohnt es sich zurückzuspulen und zu schauen, war vielleicht vorher schon was unstimmig in dieser Beziehung. Sei mal ganz ehrlich, spul mal nochmal zurück. Und wenn du da ganz ehrlich bist und ganz feinfühlig hinschaust nochmal, wie das alles begonnen hat. Es wird auch da Momente gegeben haben, wo dein Bauchgefühl auch Alarm geschlagen hat. Ich weiß, das ist nicht so einfach zu erkennen, vor allem wenn man noch die Muster in sich hat, ist halt die Intuition noch überlagert von diesen alten Schmerzen, Wünschen, Sehnsüchten, von deiner Bedürftigkeit nach Liebe, von einem mangelnden Selbstwert.
Das wird immer klarer und klarer, je mehr du das löst. Aber auch da wirst du sicher, wenn du ganz ehrlich bist, herausfinden, stimmt eigentlich, habe ich da schon Unstimmigkeiten gesehen, aber ich wollte es nicht. Ich wollte diese Verbindung, ich habe an das Gute geglaubt. Ich dachte, es wird schon und das hat einfach so gepasst, ja. Das nächste Ding, warum dieses Ghosting für dich auch kein Zufall ist, ist zu schauen, okay, was macht dieses Ghosting mit mir? Was macht das mit mir? Das macht mich hilflos, das macht mich handlungsunfähig, das macht mich ohnmächtig, das macht mich auch wütend. Ich bekomme Angst, diese Verlassenheitswunde wird da angetriggert, das Gefühl, im Stich gelassen zu werden, verlassen zu werden, zurückzubleiben und nichts tun zu können. Kann auch mit ganz doller Angst verbunden sein, mit Schuldgefühlen, Schamgefühlen, Vorwürfen. Was habe ich falsch gemacht? Liegt das an mir? Und wie ich sagte, jeder Mensch, jeder gesunde Mensch ist verwirrt, wenn man mit jemandem engen Kontakt hatte und der ist von heute auf morgen weg. Ganz klar, da ist niemand so, wo man denkt, was ist denn jetzt hier los? Da fragt man noch ein paar Mal nach, da überlegt man. Aber ich kann euch eins sagen, wenn du dort durch bist, durch deine Themen, wenn du all diese Dinge gelöst hast, wird sich das anders anfühlen. Sage ich dir gleich wie. Denn du musst mal gucken, diese Hilflosigkeit, dieses im Stich gelassen werden, dieses Zurückbleiben, verlassen werden, hilflos, handlungsunfähig sein. Spür dieses Gefühl. Und dieses Gefühl ist auch ein altes Gefühl. Ich würde euch gerne eine andere Lösung sagen. Ich weiß, andere sagen, ja, das kann man ja nicht so sehen. Solche Dinge passieren einfach neu. Das hat ja nie immer was mit der Vergangenheit zu tun. Wenn ich mal diesen Fall habe, wo es nicht mit irgendeinem Muster zu tun hat, werde ich mich melden, werde ich Bescheid sagen. Bisher war es aber immer so. Klar, Ausnahmen mag es geben, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich kann euch aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, dass alles einen Grund hat, dass es keine Zufälle gibt und dass es sich immer lohnt hinzuschauen. Und du machst dir selber damit ein Geschenk, du löst dieses Thema für dich auf, dass es dir nie mehr passieren muss. Und selbst wenn dir das Ghosting nicht mehr passiert, würde es andere Situationen geben, die dich genauso hilflos, handlungsunfähig machen, wo du das Gefühl hast, du bleibst zurück und kannst nichts machen und mit dieser verbundenen Angst. Dann wird es halt andere Situationen geben. Und es ist immer eine Einladung vom Leben an dich zu schauen, verdammt, wo kommt diese Ohnmacht in mir her? Wo kommt dieses hilflose Gefühl her, nichts machen zu können, wie gelähmt zu sein, wie geschockt zu sein. Und wenn du dich dem öffnen kannst und möchtest, kann man natürlich auch zum Beispiel mit der Hypnosetherapie im Unterbewusstsein die tief vergrabenen Gründe finden, wo du in deiner Kindheit vielleicht plötzlich verlassen wurdest, plötzlich war die Mama nicht da, plötzlich ist der Papa ausgezogen. Klassiker dafür sind oft Krankenhausaufenthalte, irgendwelche Unfälle, irgendwas, wo die Mama plötzlich nicht da war. Irgendwelche Verlassenheitserlebnisse, welches diese Verlassenheitswunde in dir kreiert haben, die nicht geheilt worden ist und die sich unter anderem im Ghosting zeigen kann. Dazu lade ich herzlich ein. Und wenn diese Verlassenheitswunde geheilt ist, wenn dein Selbstwert stabil ist, wenn du einfach in deiner Kraft, in deiner Mitte, in deiner Balance bist, dann heißt es nicht, dass das Ghosting dich nicht verwirrt. Denn das habe ich ja gesagt, ne, das ist jeden Menschen irgendwo, denk mal, wir sind jetzt kaputt, ja. Aber ich kann dir eins sagen, wenn dir das wieder geschieht, erstes Ding, wirst du kaum noch oder wahrscheinlich gar nicht mehr Menschen anziehen, die ghosten, die so einen schwachen Charakter haben, die Angst haben, die weglaufen, die Bindungsangst haben. Weil man zieht ja auch immer die Menschen an, so wie man selbst oft ist. Das heißt nicht, dass du der Ghoster oder die Ghosterin bist, dass du jetzt hier feige bist. Aber auch du hast Themen von Bindungsangst, Verlustangst in dir und der andere hat es auch. Vielleicht ghostet der andere ja aus Angst, selber verlassen zu werden und bevor das passiert, verlässt er lieber dich knall auf Fall, weil er sich diesen Schmerz des Verlassens ersparen möchte.
da schon mal drüber nachgedacht? Aber jetzt bitte, Achtung, Achtung, du kannst ihn nicht retten da, du kannst ihm nicht helfen. Also dann in dem Fall dein Helfersyndrom anschauen, ja. Also komplex das ganze Ding, ja. Aber nochmal darauf zurückzukommen. Nehmen wir mal an, du hast das alles gelöst. Dein Helfersyndrom ist gelöst, dein Schock-Verlassenheitswunde aus der Kindheit ist gelöst, deine Bindungsangst, Verlustangst hat sich auf ein ganz normales Maß reduziert, auf eine gesunde Balance. Und wir Menschen sind ja eben nicht dafür gemacht, um alleine zu sein. Und deswegen dieses alleine zurückbleiben ist ja einfach auch darauf begründet, dass wir schon auch Menschen brauchen, andere Menschen brauchen, weil wir Gemeinschaftswesen sind, sage ich jetzt mal. Und diese Urangst, alleine zu sein, weil früher vor x Hunderten von Jahren war es wirklich gefährlich, auch alleine zu sein, weil man alleine nicht überleben konnte. Das ist heute natürlich nicht mehr so, aber dieses uralte Angstprogramm springt wieder an in dir, dass du das auch erstmal merkst. Aber wenn diese Muster auch weg sind, klar kann dich das erstmal verwirren. Klar denkst du, ach Mann, was ist denn mit diesem Menschen los? Warum meldet der sich nicht mehr? Und wir hatten doch so eine schöne Zeit. Und klar kann es sein, dass du überlegst, ist irgendwas gewesen? Habe ich irgendwas gesagt? Aber wenn du in deiner Mitte, in deiner Kraft, in deinem Selbstwert bist, deine Selbstliebe lebst, wirst du kurz überlegen und wissen, nee, kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwas gesagt habe. Und selbst wenn, dann könnte dieser Mensch mir das doch sagen. Aber er zieht es vor, einfach abzutauchen und unterzutauchen. Habe ich mich wohl geirrt? Irren ist menschlich, man kann sich immer mal irren, man kann immer mal daneben liegen. Wahrscheinlich wird es dir gar nicht mehr passieren, weil du schon vorher auf gesunden Abstand gehst und denkst, der Mensch ist ja nicht so stabil. Das ist auch etwas, was du dann auch viel mehr spürst, aber du wirst dir sagen, schade. Aber wenn er nicht meine Zeit mit mir teilen möchte, dann kann ich ihn nicht aufhalten. Reisende soll man ziehen lassen. Und dann wirst du das nicht auf dich beziehen. Dann wird dich das auch nicht so doll schocken. Das kann dich dann nicht mehr so doll schocken. Klar kann dich das überraschen. Klar kann dich das schon erstmal verwirren. Ist ja normal, weil es ist ja etwas, womit du nicht gerechnet hast. Es ist ja was Unvorhersehbares, was erstmal natürlich dein System, was auf was anderes aus war, durcheinander bringt. Das wird sich nicht verhindern lassen, wenn Menschen verrückte Dinge machen. Das ist ja mit allen Sachen so. Wenn du, was weiß ich, auf der Autobahn fährst und plötzlich kommt da so ein Riesenvogel über die Autobahn drüber geflogen und du kannst gerade noch bremsen, da erschrickst du dich auch und bist erstmal ein bisschen durcheinander, weil es etwas Unvorhersehbares war. Ja, so ist das Leben. Aber du kannst dich danach auch gleich wieder regulieren und wissen, das hat nichts mit mir und meinem Wert zu tun. Und wenn der andere sich nicht dieser Aussprache stellt, wenn der andere zu feige ist, es anzusprechen und lieber vorzieht, unterzutauchen, und wenn ich ihm das nicht wert bin, mit mir darüber zu sprechen, dann war es auch nicht der richtige Mensch in meinem Leben, dann passt er auch gar nicht zu dir. Und dann ist es auch gar nicht wirklich ein Verlust, ja, diese Verlustschmerzen und all das, was damit zusammenhängt, ist ja oftmals so, weil er etwas aufgefüllt hat, wo in dir noch ein Defizit war. Ja? Und das hat nichts damit zu tun, dass du was falsch machst, dass du irgendwie falsch bist oder sonst was, sondern alles, das, weißt du, das Leben wird ein Spiel, das Leben wird, macht, fängt an Spaß zu machen, wenn du erkennst, bei allem, was weh tut, was hat das mit mir zu tun? Wo kann ich was lernen, was auflösen? Und wenn du es gelöst hast und diese Ursachen siehst, wirst du es wie Schuppen von den Augen sehen. Und in der Hypnose, ich mache mit den Klienten auch diese energetische Trennung, wo wir auch in den Partner dann reingehen und fühlen, was er fühlt, sehen, was er sieht. Wenn du diese Anwendung zum Beispiel, wenn du den großen Videokurs hast, da ist auch die energetische Trennung mit drin und da kannst du das auch mit allen anderen Personen machen, in diese Person reinschlüpfen und energetisch fühlen und sehen, was in der Person vor sich geht. Und man denkt immer, oh, der ist so brutal und
Und dabei ist in ihm eine Riesenangst. Oft hängt in dem anderen, der ghostet, selber ein verletztes, kleines Kind, was Angst hat, was wegrennt, was einfach nur Angst hat und ja, sich einfach scheut, die Dinge anzusprechen. Und auch das hat wieder Gründe, um auch mal diesen anderen zu verstehen, ohne das entschuldigen zu wollen. Ich entschuldige Ghosting überhaupt nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Und da solltest du das auch ganz klar als das erkennen und eigentlich sagen, danke, danke, danke. Natürliche Aussortierung vom Universum. Auf der einen Seite, diesen falschen Partner, den habe ich jetzt los. Okay, weil jetzt gucke ich bei mir, was tut hier weh? Was lähmt mich? Was ist da? Und löst das für dich auf. Okay, gut. Ich hoffe, ich konnte es soweit erklären. Schreibt mal ruhig eure Erfahrungen darunter oder wie ihr das seht. Da freue ich mich ja immer über eure Kommentare. Daumen hoch nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Alles Liebe, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und jeder Tag ist ein Geschenk. Bis bald. Tschüss.